Beschwöre die Illusion einer endlosen schwarzen Grube unter dem Ziel, wodurch er glaubt, es würde in den Tod stürzen. Der Feind wird niedergeworfen, bis er die Illusion durchschaut. Und wenn ich das mit Nahkampf verbinde. Geisterhafte Trübe. Tat das Ziel durch eine trübe Illusion, sodass es schwerer zu treffen ist. Nee, wenn, dann mache ich so. Und gebe ihr das mal. 8 Meter Reichweite. Kann ich noch irgendwas hinzufügen? Nein. Nein. Dann kriegt sie den Zauber mal. Drücke eine beliebige Taste, um den Zuweisungsmodus zu verlassen. Ja. Er sollte eigentlich auch irgendeinen Zauber bekommen. Ja, der kostet 15 Wissen. So wären es 30. So wären es 25. So, das... Weil wenn sie schon Zauberslots haben, dann sollte ich ihnen auch welche zuweisen. Besser ist besser. Auch wenn sie nicht sehr sonderlich gut darin sind. So können sie sich wenigstens dann selber hochbuffen. Und ich bin hier ja noch nicht ganz fertig. Ich wollte noch mit ein Auge hier reden. Fünftauge. Der Schicksalsbinder von Thunon trifft ein. Die Stimme von Fünftauge quietscht wie bei einem Jugendlichen. Dir juckt es dadurch am Gaumen und deine Fingernägel fühlen sich an, als müssten sie mal wieder geschnitten werden. Auch wir haben gerade aufgehört, ein bisschen Spaß mit ein paar Gefangenen zu haben. Aber keine Sorge, wir werden uns schon bald mit der nächsten Gruppe amüsieren. Fünftauge, der die rotbraune Ausrüstung der Purpurspeere trägt, winkt dich mit einem blutbespritzten Handschuh zu sich. Es freut mich sehr, dich zu sehen, Feuerentfacher. Hättest du nicht das Kommando für diesen verheerenden Angriff auf die Vellum-Zitadelle übernommen, wären meine Bande und ich heute zweifelsohne nicht mehr hier. Zur Bekräftigung stößt ein... Also da habe ich denen das Leben gerettet, indem ich gesagt habe, die Geächteten sollen den Rückzug decken. Daher überrumpelt die Gelehrten ihre Bildung durch die bla bla bla. Ja, wo ich... Genau, das ist das, was hier unten steht. Du hast ohne zu zögern die Rolle des Kommandanten übernommen und dem Bollwerk der Geschmieden befohlen, vorzurücken und den überforderten Chormännern Rückendeckung zu geben. Zur Bekräftigung stößt er die Finger in deine Richtung. Stößt er einen Finger. Du hast... einen klugen Tausch gemacht. Ein paar Geschmiedenleben für hunderte Chormänner. Kyros gefällt das bestimmt. Du hast nun dieses Edikt verkündet und uns alle zum Sterben verdammt hast, kommst du her, um uns aus diesem Loch zu helfen? Unter seiner Maske ertönt ein zwitscherndes Lachen. Ich bin nicht hier, um jeden deiner Befehle zu befolgen, aber wenn wir dieses Edikt aufhalten wollen, müssen wir alle zusammenarbeiten. Wie hat das Lager das Edikt aufgenommen? Wimmernd, gröhnt und gelegentlich Orgien und häufigem Erbrechen. Ach, mit gelegentlichen Orgien und häufigem Erbrechen. Aus seiner Maske ertönt ein schrillendes, kicherndes Lachen. Die Blutrünstigkeit ist schon da, die Angst vom Scheitern aber auch. Unserer glorreichen Horte nicht gelingt, die Zitadelle zu überrennen, werden wir bestimmt alle sterben. Ich glaube nicht, dass die Gespäten ihren Beitrag leisten werden, meine ich. Ich vertraue darauf, dass du deine Krieger kampfbereit machst. Wir wissen, dass die Eidbrecher in der Zitadelle unter dem Turm des Berges konzentriert sind, haben aber erfahren, dass dies nicht ihr einziger Widerstandsnest ist. Fünfauge wedelt mit einer Hand in der Luft, begleitet von einem hohen, unzufriedenen, klingenden Quieken. Angesichts ihres Angriffsmusters gibt es bestimmt noch eine zweite Gruppe von ihnen, die hier im äußeren Tal ihr Lager aufgeschlagen hat. Und bis wir uns nicht um diese zweite Gruppe gekümmert haben, werden sie uns von hinten angreifen, sobald wir den Fluss überqueren. Du hast all diese Wochen eine große Truppe gehabt und es dem Feind trotzdem gestattet, sich frei im Tal zu bewegen. Die Geschmieden denken, dass du deine Horde nicht kontrollieren kannst und dass viele von ihnen zurück zur Vendrien-Wache desertieren. Also eigentlich beides ist ein
Argument und auch ein Anklagepunkt ihm gegenüber. Ich glaube, es hätte beides schlechte Auswirkungen auf den Chor, was mir aber egal ist. Vor allem, dass er bei der Truppe es nicht schafft, die Wendrienwache unter Kontrolle zu bringen. Aber das mit dem Desertieren finde ich sogar noch schlimmer. Falsch. Und außerdem, er gestiktiert mit seinem Speer in einem Bogen über das weitläufige Lager. So viele verzweifelte Leben zu hüten, ist eine beachtliche Leistung. Bei jedem Händepaar Menschlichkeit liegt mindestens ein Finger durch die Belastung unserer Methoden um. Ein paar Randgestalten haben wir verloren, das werde ich nicht abstreiten. Aber wenn man Getreide einlagert, sollte man ein bisschen Rattenkacke erwarten. Und wenn man Mörder anführt, dann gibt es Deserteure. Also brauchst du Hilfe, um diese Einbrecher auszuschalten? Obwohl ein gutes altes Gemetzel eine effiziente Lösung des Problems wäre, ist es doch schlauer, sie nicht zu töten, sondern unsere eigene Stärke durch sie zu erhöhen. Meine letzte Speergruppe ist mit 9 Gefangenen zurückgekehrt und eine dieser Gefangenen behauptet, dass sie uns zum zweiten Lager der Wendrienwache führen könnten, obwohl ihre Stimme nicht ganz frei von Täuschung ist. Ich könnte deine Hilfe bei der Befragung dieser Varia Kell gebrauchen. Vielleicht holst du weniger Schreie und Tränen, aber wendest dich Informationen aus hier heraus. Wenn wir wüssten, wo wir den Eidbrechern einen Hinterhalt legen müssen, könnten wir versuchen, ihren Hauptmann zu fangen und ihm zeigen, wie schlau es ist, den Chor auszuschalten. Warum fragst du nicht einfach den Archonten der Geheimnisse? Ich dachte, er könnte alles und jeden verhören. Du hast Zorn hinzugewonnen, ja. Unter der Maske vom Fünfauge erklingt ein unverständliches Gemurmel, während sich seine Körperhaltung versteift. Ich sage Nerads Stimmen nicht, was er zu tun hat, und seine Motive stelle ich auch nicht in Frage. Der Archon ist damit beschäftigt, die Vernichtung dieser Einbrecher zu planen und darf nicht gestört werden. Ich wusste, dass der Archon persönliche Verhöre verlangt, aber bislang nur mit Anführern, Magiern oder anderen verdienten Personen. Ich habe mir oft vorgestellt, dass der Verhörprozess nicht auf die leichte Schulter genommen werden kann. Vielleicht ist es für Nerad geradezu erschöpfend. Okay, dann spreche ich mal mit deinem Gefangenen. Ich werde dich dort treffen. Sie wartet bei den anderen Gefangenen. I got it. Okay, ich kann einmal Lantry und Varia Kell verhören. Kümmern wir uns erst um Varia, bevor wir mit dem Weisen sprechen. Bitte, so hilft mir doch jemand. Ich möchte mich vor Nerads Stimmen verbeugen. Ich dachte, jemand könnte Erlösung im Chor finden. Eine Frau in Behelfsrüstung der Wendrienwache stürzt schmerzhaft nach vorne. Ihre beschmutzten, zitternden Beine lassen darauf schließen, dass man sie zu tagelangem Stehen gezwungen hatte. Die hier, deutet lässig auf die Gefangene, hat vorher gebrüllt, sie wüsste, wo sich das Lager der Wendrienwache befindet. Aber ganz mit der Wahrheit rückt sie nicht raus. Ich sagte diesem Ding, die Gefangene wird einen Moment lang bleich, bis die Entschlossenheit in ihr Gesicht zurückkehrt. Ich will eine Garantie dafür, dass ich überlebe und als Hauptmann im Chor willkommen geheißen werde. Als Bedingung für mein Reden. Ansonsten würde sie mich einfach töten, nachdem ich ausgesagt hätte. Ich war dumm genug, mich der Wendrienwache anzuschließen, aber ich bin nicht so dumm, meinen Faustpfand aufzugeben. Du behauptest, du wirst deine Leute für den scharlachroten Chor verleugnen. Warum der Sinneswandel? Warum sollte ich den Worten einer Eidbrechung vertrauen? Sag mir, was du weißt, dann kann ich mich um deine Freilassung kümmern. Nehmen wir mal das Mittlere. Weil ich leben will und man nicht der Archon der Vorahnung sein muss, um zu wissen, dass die jüngeren Königreiche für immer Geschichte sind. Sie blinzelt mehrmals, während sie wieder zu Atem kommt. Kyros ist die neue Stärke der Stufen und ich würde lieber seinen Archonen zur Seite stehen, als von ihnen zerschmettert zu werden. Sag mir, was du weißt, dann kann ich mich um deine Freilassung kümmern. Ich hörte, dass der Chor nach Hauptmann Florian und seinen Leuten sucht. Ich kann dich zu ihnen führen, wenn du mich nur freilässt. Sie dreht ihren Kopf und sieht die aufgespießte, schwellende Leichen um sich herum genau an. Dann zieht sie ohne Erfolg an ihren Fesseln. Du lügst. Warum sagst du mir nicht, was du wirklich weißt, und dann werde ich mich um deine Rettung kümmern. Pack aus, jetzt sofort. Du hast 32 Athletikpunkte zu erhalten. Ach ja, weil ich sie eingeschüttet hatte. Also ich weiß so,
Erschüttert von deiner Forderung bewegt sie ihre Lippen einige Sekunden lang wortlos. Ich weiß nicht genau, wo der Rest meiner Leute ist, aber ich kann es dir sagen, meine ich. Sie schüttelt den Kopf und atmet schwer. Durchsucht den da. Sie hebt ihr rechtes Bein an und deutet ihren Fuß auf eine Leiche auf dem nahegelegenen Leichenhaufen. Der dunkle große Kerl, dem fast das ganze Gesicht fehlt, schreibt seinen linken Stiefel nach. Er war derjenige von uns, der lesen konnte. Er hatte die Befehle eingesteckt. Aber mit seinen Fingern als er mit seinem Finger schnippt, reißen zwei Chormänner den gefallenen Gardisten den Stiefel vom Fuß. Aus dem Stiefel leitet ein ausgerolltes Stück Pergament heraus, das Fünftaug in die Hand gedrückt wird. Er rollt die Schriftrolle auf und liest sie durch. Blanker Unsinn, nur ein Wortsalat. Unter der Maske erscheint ein Lachen. Sie sagte, sie hätte Informationen, dabei gibt sie nur Müll. Er schlagt das Gör, weil sie unsere Zeit verschwendet hat. Er schnippt mit seinen Fingern in Richtung des scharlachroten Wüterin in der Nähe, die sofort ein langes Messer aus dem Gürtel zieht. Ich hörte sie sagen, dass sie näher die Treue schwören würde. Ein Initiationsritus wäre angebracht. Da du der Experte im Bereich Schicksals bist, werde ich mir gern anhören, was du zu sagen hast. Wie würdest du vorschlagen, mit ihr zu verfahren? Auf die anderen beiden Gefangenen deuten. Lass uns ihre Loyalität auf die Probe stellen. Varia tötet diese Gardisten mit etwas Stumpfen. Schickt sie also unsere Agentin zurück. Wenn die Zeit gekommen ist, wird sie uns helfen, weil wir uns sonst ihre Familie aufspüren. Du verschwendest eine gute Sklavin. Lass sie arbeiten, bis sie umfällt und verführe sie an die Schweine. Nehmen wir das Mittlere. Zorn bei der Vendrien-Wache, damit komme ich gut klar. Ich werde mir eine gute Ausrede für meine Flucht ausdenken müssen, aber ich werde sicherlich zurückkehren und jeglichen Verdacht vermeiden können. Danke, diesen Gnadenakt werde ich nicht vergessen. Das wird amüsant enden, denn die Vendrien-Wache wäre schlau anzunehmen, dass sie ihre Flucht nur unsere Laune zu verdanken hat. Ihr da. 5 Haube blafft zwei Gardisten und ruft sie zu sich. Lasst unsere neueste Rekrutin frei. Sie hat Befehle, die Einbrecher zu infiltrieren. Sorgt dafür, dass sie bis ans Flussufer eskortiert wird. Varia atmet tief ein, krümmt ihre Finger und versucht, nach mehreren Tagen, die sie an einem Pfosten gebunden verbracht hat, wieder geschmeidiger zu machen. Ich werde zur Vendrien-Wache zurück. Kehren, meinen Teil gut spielen und auf weitere Anweisungen vom Chor warten. Mit einem Nicken folgt sie der Eskorte aus dem Lager. Wir sind kein bisschen weiter damit, die Stellung der Einbrecher zu finden. Jedenfalls nicht mit diesem verworrenen Durcheinander. Sie versprach uns Antworten und gebracht hat sie uns nur dieses Geschwafel. Sorry to interrupt, but I highly doubt it's gibberish. More likely it's one of the local scripts. Entschuldigt die Unterbrechung, aber ich glaube ganz und gar nicht, dass es sich um Geschwafel handelt. Wahrscheinlich handelt es sich um eine der örtlichen Schriften. Die Stimme kommt von einem anderen Gefangenen, der neben Varia angebunden ist. Ein älterer Herr mit Schreibfedern, Tintenfässern und Pergamentrollen, wie sie Weise der Schule von Tinte und Feder bei sich tragen. Seine Wangenschläfen und Ohren sind mit Tinte bespiert, seine Kleidung scheint verkohlt und durch die Risse im Stoff kannst du entlang seiner Arme Brandnarben ausmachen. Obwohl er ausgemergelt und an seinem Pfosten gebunden ist, lächelt er dich strahlend an. Lesen wir das Pergament mal selbst. Du rollst das Pergament auf und siehst eine Nachricht von bescheidener Länge, die in professioneller, wenn auch hastiger Schreibfuß verfasst wurde. Das Stufenvolk spricht den gleichen Kanto wie die Nordländer, aber sie haben ein halbes Dutzend unterschiedlicher Schreibstile und diese besondere Schrift ist dir unbekannt. Kannst du das lesen? Let me see. Nun lass mich mal sehen, ich weiß nicht, Du hältst im gefesselten Weisen das Pergament vor Gesicht, worauf er das Sendschreiben blitzschnell unterfliegt. Er liest die Worte ein zweites Mal und nickt still. So, I don't know exactly what it says, but I'm half certain that's Sage Selwyn's handwriting. I'm sure I could decipher that in a few hours' time. Don't need my hands free, but... I think better when not tied to a post. I know, I'm weird that way. Also ich weiß nicht genau, was da steht, aber ich bin mir halbwegs sicher, dass die Handschrift des Weisen Seven ist. Das könnte ich sicherlich erst in ein paar Stunden entschlüsseln. Dazu brauche ich meine Hände nicht unbedingt, aber ich kann viel besser denken, wenn ich nicht an einen Pfosten gebunden bin. Da bin ich einfach ein bisschen eigen. Ein paar Stunden, entweder kannst du das lesen oder nicht. Was bringt
einem ein Weiser, wenn er nicht ordentlich lesen kann. Ich habe alles gehört, was ich hören musste. Ich finde, wir sollten mit dem hier ein bisschen Spaß haben.